Ja, hallo, guten Morgen, ich bin's, euer Peter, wieder beim Walken. Ich möchte hier an unsere Walking-Tipps anschließen. Ihr wisst, in unseren letzten Walk-Runden haben wir uns auseinandergesetzt mit dem Kommunikationsmodell. Also, wie kommuniziert ein Verkäufer mit einer Verkäuferin, vice versa. Und ich habe euch gesagt, in der heutigen Welt mit zunehmender Digitalisierung und Vernetzung muss man diese Verkaufsgespräche und diese Beratungsgespräche natürlich in die digitale Welt übertragen, und jede Übertragung dieses Verkaufsgesprächs auf die Webseite, auf den Online-Shop, bei Facebook, bei Google Display und so weiter und so weiter, das sind für mich als Psychologen nichts anderes als digitale Ersatzverkaufsgespräche, und deswegen muss ich sie genauso aufbauen wie ein echtes Verkaufsgespräch. Bevor wir da ein bisschen einsteigen in das Codieren, ja, wie muss ich so Botschaften denn einkleiden, codieren, gestalten, texten, möchte ich mit diesem kleinen Post hier mit ein paar Sachen aufräumen, die mich total ärgern. Ja. Also wenn ihr euch draußen viele Werber und Marketing, angebliche Marketing-Experten, aber auch angebliche Werbepsychologie-Experten anhört, dann sprechen die alle immer von einer enormen Informationsüberlastung. Information Kill. Das heißt, wir beballern die Kunden und Konsumenten seit Jahren mit Millionen von Botschaften pro Tag, dass die einfach zumachen und dass sie komplett überlastet sind und dass wir kaum mehr zu den Leuten mit unseren Botschaften vordringen können. Der Erfolg ist, irgendwelche Tipps zu geben, noch lauter zu stampfen, noch stärkeren Impact zu geben, noch stärker hineinzugehen in diesen Dialog. Das ist alles Blödsinn. Also vorneweg, als allererstes, bevor ich in die Codierung gehe, eine Informationsüberlastung bei den Zielgruppen, bei euren Zielgruppen, habe ich nie feststellen können und bin ich mir sicher, werde ich in Zukunft auch nie feststellen können, weil diesen Information Overload gibt es nicht. Warum? Der Information Overload bezeichnet ja, dass es zu viel ist, dass die Menschen verrückt werden. Ja. Wir haben aber einen ganz guten Überlebensmechanismus seit Jahrmillionen eingebaut, und das ist die sogenannte selektive Wahrnehmung. Das heißt, wir Menschen schauen nur die Dinge an, wir selektieren nur die Dinge, die uns interessieren. Und auch hier schon der zweite Fehler. Ja, diese Hobbypsychologen verwechseln immer Perception, also die Aufnahme eines Reizes über unsere Sinnesorgane. Das ist für die gleich die Wahrnehmung. Nein, so ist es ja nicht. Ja, unsere Sinnesorgane, Augen, Haut, Ohren, Riechen, Schmecken, Fühlen, all diese Sinnesorgane können Reize aufnehmen. Dafür sind sie ja gemacht. Die sind natürlich flüchtig. Sie nehmen eine Vielzahl von Reizmengen auf und die gehen aber ganz schnell wieder weg. Und erst die Dinge, die für uns interessant scheinen, die gehen dann in sogenannte Elaborationsprozesse. Davon werde ich noch ein bisschen erzählen. Und da beginnt dann eigentlich die echte Wahrnehmung und damit die Entscheidung, ist dieser Reiz für mich von Nutzen? Kann ich das brauchen oder kann ich das nicht brauchen? Also das mal vorneweg. Verwechselt nicht Perception, Reizaufnahme, mit der Verarbeitung, der Elaborierung eines Reizes. Punkt 2. Information Overload gibt es nicht. Warum? Wir haben diesen Schutzmechanismus der selektiven Wahrnehmung und wir selektieren all die Dinge weg, die uns nicht interessieren. Die sehen wir einfach nicht. Ja? Das heißt, wir richten, und das ist noch sehr, sehr diffizil, deswegen die Trennung zwischen Perception und Verarbeitung. Sogar die Perception, worauf richten wir denn bei dem Abscannen der Umwelt, bei diesem Abscannen für Millionen von Reizen, worauf richten wir denn den Scheinwerfer? Unseren Scheinwerfer, unseren Scan. Und das ist eben abhängig, das werde ich euch später zeigen, von dem sogenannten Involvement, vom persönlichen Involvement der Zielperson. Und das muss ich berücksichtigen. Das heißt, einen Information Overload kann es in der Form gar nicht geben, weil wir alles wegblenden, was uns nicht interessiert. Wir machen einfach unseren Scheinwerfer fokussierter und spitzer. Und alles, was links und rechts liegt, sehen wir nicht mal. Also es heißt nicht nur, dass wir es nicht verarbeiten, nicht wahrnehmen, sondern wir sehen es nicht mal, weil wir unseren Scheinwerfer eben nicht darauf richten. Deswegen kann es diesen angeblichen Information Overload aus meinen Gesichtspunkten in der Form nicht geben. Und leiden tun auch nicht die Kunden. Ja, nicht die Kunden leiden unter dieser Informationsmenge. Leiden tun die Werber. Wir Marketingmenschen, wir angeblichen Kommunikationsexperten, wir leiden darunter. Wir leiden,
Ja, wir leiden und sagen, Mensch, bei dieser Menge an Tools, bei dieser Menge an Informationsmitteln, was sollen wir denn jetzt alles hernehmen? Was sollen wir denn tun? Sollen wir auf Facebook gehen? Sollen wir Facebook-Ads machen? Sollen wir nicht doch lieber auf Instagram gehen? Facebook verlassen doch schon so viele. Oder passen wir zu TikTok? Sollen wir nicht zu TikTok reingehen? Wie funktioniert denn das E-Mail-Marketing? Alle haben gesagt, ich muss auf LinkedIn. Nein, aber Xing ist aber auch wichtig, haben viele gesagt, gerade in Deutschland und in Europa. Ach ja, und dann die Kommunikation, SEO-Kommunikation auf meiner Webseite, auf meinem Online-Shop, oh, ganz, ganz, ganz wichtig. Display-Netzwerk, Display-Netzwerk von Google und. Das heißt, die Werber leiden in der Menge der Tools und von der Menge der Theorien, mit denen sie da jetzt vorgehen und wissen eigentlich gar nicht, was sie jetzt machen sollen. Das ist das große Problem. Der Werber, das Unternehmen, die Kommunikationsberater wissen gar nicht, wo sie eigentlich anfangen sollen, weil in diesem Ganzen im ganzen Spiel keine Struktur ist. Und jeder sagt, dass sein Ansatz das Allerheilmittel ist. Ja? Storytelling, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, Storytelling ist sicher gut, aber nur für bestimmte Situationen. Es gibt Situationen, da eignet sich Storytelling überhaupt nicht. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Also muss ich, und das wollte ich euch in den nächsten Postings dann auch ein bisschen mitteilen, ich muss mir überlegen, wo fange ich an auf diesem Spielfeld und gegen wen spiele ich eigentlich und welche Spielregeln muss ich da beachten. Und also merkt euch das zum Einstieg in diese Thematik, wie baue ich meine Kommunikation auf, wie baue ich meine Werbebotschaften auf, wie gestalte ich die, wie kreativ mache ich die, auch hier immer die Empfehlung, ihr müsst emotional sein, extrem emotional, ja, in vielen, vielen Fällen, ja, muss ich emotional sein, muss die Leute emotional packen. Es gibt aber Situationen, wo meine Zielgruppe überhaupt keine Emotionalität wünscht, sondern nackte Fakten, Zahlen und Preis und Verfügbarkeit. Da macht es keinen Sinn, wenn ich dann da mit Storytelling komme, wenn die Erwartungshaltung eine andere ist. Also ihr seht viele, viele interessante Dinge und ich hoffe, dass ich euch ein paar Sachen so aus der Werbepsychologie ein bisschen an die Hand geben kann. Eins vorneweg, so die richtige Checkliste 1 bis 10 und du bist erfolgreich, gibt es nicht, weil da die Situationen mit dem Kunden zu vielfältig sind, die Erwartungshaltungen zu unterschiedlich sind. Aber wir können uns ein bisschen theoriegeleitet Mühe geben, einfach in Zukunft eine bessere Kommunikation zu bauen. In diesem Sinne, bis zu meinem nächsten Post, euer Peter. Bleibt mir gesund.